Die Mittersiller dürfen aufatmen, denn ihre neue Hubbrücke hat die Feuertaufe mit Bravour bestanden. Damit ist diese neuralgische Verkehrsverbindung jetzt vom Hochwasser sicher. Da darf man schon ein bisschen stolz sein. Das ist die Tower Bridge von Mittersill. Im Hochwasserfall wird sie eben angehoben und es ist schon ein ganz spektakuläres Bauwerk, das einzigartig ist in ganz Salzburg und auch in ganz Österreich. Diese 240 Tonnen schwere Tower Bridge lässt sich im Katastrophenfall in nur 20 Minuten auf knapp 2 Meter anheben. Man sieht jetzt dort bei der Brücke, wenn man hier hinaufschaut, die Hubkonstruktion. Die ist angehängt mit einer Konsole. Allein dieser Stahlbauteil hat ungefähr 500 Kilo. Und da sieht man diesen Hubzylinder, der Anschluss des Hubzylinders nach oben. Die Mittersiller sind jedenfalls erleichtert. Das war ja schon mal so eine angespannte Geschichte, wenn es wieder krähen kann, so eine längere Zeit. Und das Wartmark genau gewusst, jetzt steigt das Wasser wieder. Und die Brücken war aber der kritische Punkt. Und jetzt ist es immer so, dass der Punkt eben behoben ist, also die Schwachstelle. Es war ja immer wegen dem Treibholz, dass das Treibholz quasi nicht sich verfängt und die Brücke wegreißt. Und jetzt ist es endlich gemacht worden. Freuen wir uns. Wenn jetzt dann das Wasser steigt, ich sehe es nämlich auch von meinem Schlafzimmer aus nachher, dann bin ich ein bisschen beruhigter. Ja. Auch für die Feuerwehr im Ort sicherheitstechnisch eine wesentliche Verbesserung. Jetzt mittlerweile ist ein Knopf, den wir betätigen müssen und die Brücke fährt in die Höhe. Vorher, 2014, war es so, da haben wir eine Mannschaft draufschicken müssen, die muss das Geländer herunterschneiden und da sage ich, ist das, also da schläft man dann nicht mehr ruhig, sage ich mal, wenn man das machen muss. Weil man schickt eine Mannschaft auf, wo man eigentlich weiß, da sollte man eigentlich kaum mehr hinschicken. Das ist schon ein Problem. Und jetzt ist sicherheitstechnisch eigentlich so gelöst, dass man mit Wasser im Ort eigentlich kein Problem mehr hat. Sich mit der Tower Bridge zu messen, ist wohl etwas hochgegriffen. Aber einen passenden Namen bekommt der tonnenschwere Koloss mit Sicherheit noch. Der Name, ja, es ist jetzt schwierig, aber da hat die Bevölkerung meistens dann ganz gute Ideen. Lassen wir uns überraschen, vielleicht machen wir ja ein Quiz. Thank you.